Ist die Idee der studentischen Werkstatt, dass man sagt, Mensch, holen wir doch all diejenigen zusammen, die über das normale Studienprogramm hinweg irgendwie Lust haben, sich mit den Themen, die sie ja eigentlich aus Leidenschaft studieren, auch zusätzlich beschäftigen können. Und das ist so die Idee der studentischen Werkstatt. Aber wir wünschen uns dabei auch, dass da Studierende zusammenkommen. Im Idealfall vielleicht Studierende über verschiedene Studiengänge hinweg. Und man da sozusagen in vielerlei Hinsicht den Horizont öffnet und andere Leute kennenlernt, andere Fachdisziplinen und dann gemeinsam an Themen arbeitet, die halt mit dem Studium natürlich in engen Verbindung stehen. Es ist die Möglichkeit, das, was man gelernt hat, vielleicht theoretisch oder im Wesentlichen theoretisch, irgendwie dann praktisch nochmal zu untermauern und wirklich auch zu gucken, ist das was für mich, macht mir dieser Games-Bereich jetzt Spaß? Und einfach im Team gemeinsam was erarbeiten. Das sind Personalkompetenzen, die man dort an der Stelle aufbauen kann. Und auch im Lebenslauf sieht sowas schon ganz gut aus. Also alles ist so unsere Wahrnehmung, was außerkurrikulare Aktivitäten sind, die man als Studierende wählt. Das ist etwas, was immer eine große Anerkennung bekommt.